Neuigkeit. Ah, komm, dann nehmen wir mal mit hier. Man kann so einen Dreck immer gebrauchen und ich will... Ist das der Schalter? Nee. Ich will wissen, wo der Schalter ist für dieses Drecksding da. Tell me. Where is it? Das hier? Nee. Vielleicht hier oben? Vielleicht hier oben? Vielleicht... Nee, da oben nicht. Gut. Ich brauche diese verdammte Kiste. Weil da sind verdammt nochmal geile Sachen drin. Waschmaschine. Die Waschmaschine. Oh yeah. Bruiser. Bruiser. Oh mein Gott. Zack. Okay, Bruiser. Böse. Du auch. Komm schon. Jawohl. Was willst du, ha? Oh shit. Oh shit. Shit. Du machst einen Mantel aus mir. Wow. Der brennt in der Hölle. Bitte schön. Ja, der ist tot. Der ist tot. Oh mein Gott. Die sind doch so was von behindert, dieser Bauarbeiter. Tut mir leid für die Hintergrundgeräusche, aber ja, das ist halt blöd, wenn du neben einer Baustelle wohnst. Vielleicht muss ich nachher kurz die Aufnahme abbrechen. Aber das kann ich auch jetzt noch nicht sagen. Hier, bitteschön. Das ist doch mal was für dich, oder? Bum, 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 bum. Hell yeah. Hang. Oh no. Okay, der ist tot. Ach, die werfen hier Aluminium runter. 5 Meter Aluminium in die Tiefe werfen, die spinnen doch. Und da hinten habe ich noch einen Raum gesehen. Ja, 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 den hier meine ich. Oh, Iridium. Granate. Ja, das ist sehr schön. So, dann gehen wir mal weiter hier. Ein badass Nomade. Dafür gibt es nur einen. Und zwar diese. Komm schon. Komm schon. Zack. 459 EP. Good night. Und wieder 3 Granaten. Na, wer sagt's denn? Ja, jetzt haben wir wieder alle Granaten. Besser kann's nicht sein. Sondern Sirene-Klassenmod noch. Sniper-Munition. Ja, das wäre noch ein Medikit, also eine Mediampulle gewesen. Hier auch noch eine. Zertrümmern. Oh. Money, 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 money. So, was haben wir hier? Funktioniert nicht. Das ist, so wie es aussieht, nicht der Schalter für das hübsche Ding. Aber was ist offen? Warum zur Hölle ist das Ding jetzt plötzlich offen? Und ich probiere jetzt ein bisschen lauter zu reden, damit man diese dummen Hühner da draußen nicht hört. So. Bin gespannt, was wir da bekommen. Meine Sniper will ich auf jeden Fall behalten. Mich kratzt gerade ein bisschen im Hals. So, die Sniper will ich auf jeden Fall behalten. Weil die ist endgeil. Oh, das sieht nach einer Pumpe aus. Ja, das ist eine Pumpgun. Hocheffektiv gegen Schilde. Da mal hier, hoch extra explosiv. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Was haben wir hier noch? Nix.
So, 120, 152, 163. So, das Inventar ist voll. Alles klar. Gut, dann schauen wir mal. Die Pumpgun. Nehmen wir die? Wollen wir die nehmen? Irgendwas fallen lassen. Hier. Wegwerfen mit Q. Ja. Klassenmods oder Granatenmod. Hier. Brauche ich nicht. Granatenmods sind blöd. Was ist das für eine Pumpe? Ja, die kann ich auch fallen lassen. So. Oh mein Gott. So, zack, zack, zack. Hübsche Sachen. Jetzt muss ich kurz vergleichen. Das hier macht 97 Damage. Und die andere Pistole, die effektiv gegen Schilde ist, macht, glaube ich, 101. Nee, doch nicht. Was stand da? Ah, das Hochexplosive. Okay. Ach so, ja, da gut, macht mehr Damage. Auswahl, vergleichen. Was war's? Die hier? Ja, die ist grundsätzlich besser, außer vor der Magazingröße her. Aber egal. Tauschen wir aus. So, haben wir die zweite Waffe, die wir von der goldenen Truhe haben. Können wir da wegwerfen? Das können wir auch bald wegwerfen, da ich jetzt die Pumpgun habe. Sehr effektiv gegen Fleisch. Eine Mallowin. Mallowin. So. Zack. Ja, alles für ein Arsch. Schau mal, ich wollte die Kiste erst mit Level 20 öffnen. Es kackt mich schon wieder an, wenn ich nur schon daran denke. Das ist explosiv, ne? Ja. Jetzt habe ich wenigstens nur noch eine Pistole. Das ist gut. Hyperion. Eine Hyperion-Waffe, persönlich. Oh la la. Oh la la. Was haben wir denn noch Schönes? Give me money. Eine Medium-Pole, die wir natürlich nicht brauchen können. Und hier? Ein Echo. Hey, Bloodshots. Mir ist aufgefallen, dass ihr keine Waffen von mir kauft. Vielleicht habt ihr ja Angst, dass meine Waren nicht tödlich genug für euch sind. In diesem Sinne, bitte akzeptiert diese Gratiskiste mit Waffen von Marcus Munitions. Wenn euch die Waren gefallen, können wir vielleicht einen Deal aushandeln. Benutzt du erstmal Marcus Waffen, kaufst du nie mehr bei anderen Affen. Das ist ein gutes Motto. Ohne Witz. Schaltet sie auf! Shut up! Oh, er brennt. Hyperion-Waffe nehmen wir mal jetzt. Was? Was hast du gesagt? Hab dich nicht verstanden, tut mir leid. Was hast du gesagt? Ich bin tot? Ich modifiziere dir die Fresse. Du modifizierst mir die Fresse. Ja. Bitteschön, habe ich gern gemacht. Ja, das sieht schon heftig aus, wenn du mit der Hyperion dem da auf die Rübe knallst. Oh, Waschmaschine. Nix brauchbar. Ach, es. Alles klar. Der Slack-Schlucker darf auf keinen Fall Roland befreien. Ohne Roland gibt es auch keine Kohle. Ja, aber hier ist er doch, der Roland, oder? Es wird dunkel und leer. Danke für Ihre Gastfreundschaft. 505 beim Granatenmod. Wie viel hat denn dann mein jetziger? Wo ist denn der Granatenmod? Hier? 236 mal 10, also 2360. Doppelt so cool, extremer Bonus. Oh yeah. Roland? Roland? Hier? Schläfst du? Hey! Knalltüte. Ich hab doch den Schlüssel, oder? Ah ne, das war ein Schlüssel für den Eingang in die Festung, ja. Yeah. Hab ich ganz vergessen. Wahrscheinlich muss ich wieder so einen hübschen Boss töten. Flanksteak! Flanksteak! Das ist ja Wahnsinn! Die Waffen, die wir
wir von Marcus bekommen haben. Da ist eine Schrotflinte dabei, die Feuer schießt. Gottverdammtes Feuer! Ich hab mein Essen und meine Freundin damit gegrillt. Marcus ist ein Gott. Ich und die Jungs haben eine Idee, eine super Idee. Wir bauen ihm einen Schrein, einen großen Schrein, schönen Schrein. Und er versorgt uns weiter mit Waffen. Mehr Waffen, mehr Waffen, mehr Waffen! Hast du einen an der Waffel? Geht's dir noch gut? Das ist nur Feuer, Kollege. Nur gottverdammtes Feuer. Und der Roland ist da drin. Gut. Ist es offen? Ja. Kammerjäger, freut mich, dich endlich kennenzulernen. Klasse, wie du dich durch die Bloodshots gekämpft hast. Oh no. Dauert nur eine Sekunde. Wow. Hohoho. God damn it. Roland als Commander der Crimson Raiders. Okay, das war's. Und jetzt sehen wir zu, dass wir hier rauskommen. Achtung, da ist noch was. Kammerjäger! Du musst dieses Ding stoppen! Und wie? Scheiße! Lass mich los, Papa. So bezahlt Handsome Jack Lösegeld. Lange nicht gesehen, Roland. Ich komme! Ich komme! Lass mich los, verdammt! Verpiss dich! Los, weg, ihr scheiß Blechbüchsen! Behinderter Blechbüchsen da! Komm, zack, zack, muss das hier gehen! Oh, damn, Buddy! What a Gemetzel! Wo ist das letzte Ding? Oh mein Gott! Schon. Okay, das erledigen wir so. Gut. Rette Roland. Ich bin dran. Ich probiere mein Bestes. Okay, Roland? Oh. Bitteschön. Das Bloodshot. Hehe. Zack. Habe ich zwar keine Granate mehr, aber das ist es mir wert. Das ist es mir wert. Was für ein Gemetzel, ey. Oh oh. Und boom, boom. Okay, zwei Schüsse noch, oder? Nee, einer. Gut, her mit der Kohle und der Munition. Zuerst mal. Granaten könnte man auch geben. Habe ich wieder vier. Schön. Schön. Ein Echo. Lauter Jungs, Marcus kann uns nicht hören. Waffen, 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 Waffen. Yeah. Reisen. Bloodshot Ramparts. Melowen stellt ausschließlich Elementarwaffen her. Yay. Uh oh. Zack. Sollte genügen, oder? Bumm. 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 Wo bist du, Soldat? Oh shit. Oh Gott, damn it. Was zur Hölle? Stopp das verdammte Ding! Der Bot bringt Roland zu dem Landungsschiff. Halt sie auf, bevor sie weg sind. Ja, ich probier ja mein Bestes, Schätzchen. Hyperion hat Roland? Verfluchtes. Jack hat aber nicht etwa...